Hallo meine Freunde, ich bin wieder mal in meinem Garten, wollte gerade, weil schön Wetter, weil Sonntag, weil Freizeit, eine schöne Pfeife starten, aber es ist nicht irgendeine, es war jetzt eine meiner Favorite Pfeifen letztes Jahr und immer noch dieses Jahr, meine Vaughan Kensington. Mit Weißpunktqualität. Und da kam es mir. Ich hab die ja noch gar nicht vorgestellt. Und auch auf YouTube gibt es eine. Ist diese Pfeife vertreten? Und zwar, wie ich finde, beunruhigend wenig. Deshalb will ich dazu beitragen, dass diese Pfeife gesehen wird, weil ich die ganz, ganz toll finde. Und dann dachte ich, hey, mach doch ein Video draus. Das ist eine total spontane Sache. Drin in der Vaughan Kensington ist grün passend der Louisiana Broken, ein Virginia Kentucky Perique Mix. Ich bin mir sicher, viele von euch werden ihn kennen. Und gezündet wird auch mit meinem grünen Tycoon Feuerzeug. Also wir sind heute die Grünen, nein, lieber nicht. Wir sind heute im Zeichen der Iren. Machen wir es einfach so. Als Stopfer dient mein Lieblingsstopfer, das Geschenk vom Tom. Tom von der TK Hobbythek. Ich bin sicher, viele von euch kennen den Kanal schon. Diejenigen, die ihn nicht kennen, TK Hobbythek, schenkt dem Kanal ein bisschen Liebe. Er hat es wirklich verdient. Er hat, wie ich finde, viel, viel zu wenig Abonnenten. Der hat wirklich mit seinen Videos wirklich mehr verdient. Schaut bei dem Kanal doch mal vorbei. Die Vaughan Kensington. Was genau gefällt mir daran so gut? Gecatcht hat mich die schöne dunkelgrüne Beize. Und ich bin mir nicht sicher, ich hoffe, ich kann das jetzt mit der Kamera irgendwie hier fangen, wie schön dieses dunkle, tiefe Grün ist. Ja, so sieht man es schön. Ein ganz tolles, tiefes Grün. Hier ist Vaughan und hier Kensington. Da ist ein Krümel. Tiefes, schönes Grün und ein besonderer Eyecatcher ist natürlich auch dieser Aluminiumring. Erinnern soll dieser an die historischen Aktivkohlefilterhülsen, die sie früher benutzt haben. Die hatten genau diese Rifflung. Und deswegen, ich finde es eine coole Idee, dass man halt was Historisches, was es früher in der Firma gab, nimmt und ins Design von der Pfeife reinpackt. Die Idee finde ich total cool. Und was soll ich sagen, Freunde? Sie raucht sich, wie ich finde, vollkommen Vaughan-typisch, raucht sie sich fantastisch. Darauf ein Prost. Also wie gesagt, gecatcht hat mich sofort diese dunkelgrüne Beize auf Hochglanz poliert. Finde ich,
ist was ganz, ganz Besonderes. Natürlich gibt es auch wieder verschiedene Shapes. Lass mich die hier mal kurz abstellen und euch meine weiteren Faun Kensington zeigen. Ich habe noch ein paar. Die hatte ich zum Beispiel dabei bei der Faun Besichtigung letztes Jahr, wo wir danach dann noch in Nürnberg Nähe in einem Schweinestall gegessen haben. Viele werden sich daran erinnern, ein epischer Tag und auch Abend. Dann auch runderes Design mit einem flachen Boden. Das ist jetzt die 179er. Die kann auch stehen, ja. Ist ganz praktisch für diejenigen, die keine Poker mögen, aber eine Pfeife suchen, die halt stehen kann. Schöne, schöne Pfeife. Und nochmal die Billard. Ich habe sie zweimal. Warum? Dazu kommen wir später noch. Ja. Mal ein bisschen mehr rauchen, sonst geht die Pfeife dauernd aus. Aber welcher Pfeifen-YouTuber kennt das nicht? Also die Faun Kensington macht mir super viel Spaß. Es ist das Schönste, finde ich, was Faun letztes Jahr hervorgebracht hat. Die hier und die Dante sind ganz, ganz fantastische Pfeifen. Ich bin ja eh Faun-Fan, wie ihr wisst. Nein, schon wegen der Performance, weil sie raucht sich wieder mal phänomenal. Das geht sogar so weit, dass ich mir ja, wie ihr wisst, zum Teil Filterkammern in Nicht-Faun-Pfeifen durch die Konex-Hülse ersetzt habe, weil es einfach sich so viel schöner rauchen lässt. Jetzt. Verschiedene Shapes. Ich habe gleich mehrere davon. Einfach weil die mir die Pfeife so zugesagt hat. Und ich finde halt, es ist ein Eyecatcher vom anderen Stern. Eine wunderschöne Pfeife. Was hat es jetzt mit dieser zweiten Faun Kensington Billard auf sich? Das ist übrigens die Form 186. Sie ist noch brandneu, noch ungeraucht. Und mit dieser Pfeife habe ich was Besonderes vor. Und zwar gibt es dieses Mal auf meinem Kanal zum ersten Mal ein Giveaway. Und zwar könnt ihr diese schöne Pfeife hier, brandneue, wie gesagt, nix Estate, nix wieder hergerichtet, sondern das ist eine fabrikneue Faun Kensington Billard. Die könnt ihr bei mir heute jetzt gewinnen. Und zwar braucht ihr dafür nur drei Sachen machen. Sehr easy. Kanal abonnieren, Video liken und in die Kommentare schreiben. Hashtag Faun und dahinter irgendeinen schönen Kommentar, den ihr halt wollt. Dann seid ihr dabei mit diesem Hashtag, seid ihr da dabei in der Verlosung sozusagen. Gewinnen tut der Kommentar, den ich am coolsten, schrägstrich schönsten, am tollsten finde. Man könnte es natürlich jetzt auch so machen, wie es halt viele machen, ein anonymes Zufallsdrawing, aber der Name sagt es halt schon, das ist mir zu anonym. Ich stehe auf Kommunikation mit der Community, ich stehe auf Kontakt zu den Zuschauern, ich finde es schön.
So eine Zufallsziehung ist mir persönlich zu nüchtern. Ich finde es viel spannender und auch schöner, wenn man wirklich den Kommentar siegen lässt, der auch am coolsten und schönsten ist. Deshalb mache ich so. Und bitte, Freunde, nur fürs Protokoll, die Entscheidung, die ich dann treffe, wer gewonnen hat, das darf bitte niemand persönlich nehmen. Ich mache es halt nicht so wie die meisten. Mein Kanal ist ein bisschen untypisch. Das wisst ihr, denke ich, mittlerweile. Und ich finde es halt, wie gesagt, persönlicher. Wenn man da wirklich einen Kommentar sich mal durchliest, den mal wirken lässt und dann darauf basierend Entscheidungen trifft. Und das soll bitte niemand persönlich nehmen. Wer nicht gewonnen hat, gegen den habe ich nichts. Und ich habe jeden meiner Zuschauer wirklich lieb. Das darf bitte niemand persönlich nehmen. Das ist eine freie Entscheidung, die ich halt treffe. Wenn ihr das nicht wollt oder das nicht cool findet, dann könnt ihr nicht teilnehmen halt. Ist halt so. Ich mach's halt so, ich habe mich dafür entschieden. Und das ist aber gegen niemanden böse gemeint. Und ich hoffe, das ist klar. Ja. Wenn ihr wollt, ich persönlich würde es cool oder fair finden, wenn ihr schon eine Faun Kensington habt, dass ihr denen den Vorzug lasst, die halt noch keine haben vielleicht. Aber wie gesagt, das ist natürlich jedem selbst überlassen. War nur ein Gedankenanstoß vielleicht. Die Bekanntgabe, wer dieses schöne Schmuckstück gewonnen hat, die gibt es genau in einer Woche, am nächsten Sonntag sozusagen. Heute ist der 14. Juli. Das heißt, in einer Woche dann gibt es die Bekanntgabe. Vielleicht mache ich auch nur ein Short drüber, weil wenn ich nur kurz was bekannt geben will, da wird mir, denke ich, die Minute reichen. Also behaltet die Shorts mit im Auge nächsten Sonntag. Und meine Mail-Adresse, wenn ihr mich erreichen wollen solltet, die ist ja immer in der Kanalbeschreibung hier auf YouTube zu finden. Das heißt, da müsst ihr mir dann nur eure Adresse schreiben, derjenige, der gewonnen hat. Und dann kriegt ihr das Schmuckstück zugeschickt. Also, bis zum nächsten Mal und schaut euch die Faun Kensington-Reihe mal genau an. Das ist, ich finde die ganz toll. Ich rauche jetzt noch schön meine Kensington fertig. Trink ein kaltes, schönes Bier dazu. Einfach ein Traum. Und wie gesagt, Bekanntgabe, nächsten Sonntag, behaltet den Kanal im Auge, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal.